CDU-CSU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Ich will vielleicht noch mal zu dieser Debatte auch noch mal sagen, wie erfolgreich unsere Energiepolitik der letzten Jahre war. Wir haben es geschafft, mit 33% Anteil an unserer Stromversorgung die erneuerbaren Energien nach oben zu bringen. Und das ist einzigartig in der Welt. Kein Industrieland dieser Nation hat so viel geschafft, wie wir es in den letzten Jahren geschafft haben. Und das ist ein Erfolg unserer Energiepolitik, meine sehr verehrten Damen. Das muss man auch mal bei so einer Debatte vorwegstellen. Auch andere Bereiche könnte man hier nennen. Ich will es aber aufgrund der kurzen Zeit nicht tun. Und mit dem Thema Mieterstrom wollen wir diese Erfolgsgeschichte ein Stück weit weiterführen. Wir wollen schauen, dass wir im Bereich der Solarenergie auch die Energiewende in die Städte holen. Wir haben das Problem, Johann Saathoff hat es beschrieben, dass wir die Investitionen gerade im Bereich Solarenergie im ländlichen Raum haben. Du hast es beschrieben für den Norden und für Kreuzberg. Ich habe mir ebenfalls mal Zahlen rausgesucht. Allein im Bereich Berlin mit 3,5 Millionen Einwohnern haben wir 125 Megawatt derzeit an Solarenergie. Im Landkreis Altötting im Süden unseres Landes mit 108.000 Einwohnern haben wir 180 Megawatt Solarenergie. Das zeigt das Missverhältnis. Wir haben im ländlichen Raum enorm investiert und ich glaube, die nächsten Jahre müssen wir schauen, dass wir auch gerade in den städtischen Gebieten Investitionen tätigen, dass wir auch Leistungen aufbauen, dass wir dezentral auch unsere Energieversorgung dort, wo der Strom gebraucht wird, in Städten auch dann auch aufgebaut wird. Schon heute, auch das möchte ich vielleicht sagen, heute ist Mieterstrom günstig. Wir haben 11 Cent heute einen günstigeren Strom für Mieter, der auf den Dächern produziert wird, als ein Strom, der von außen bezogen wird. Netzentgelte, Stromsteuer, Konzessionsabgaben sparen Mieter, wenn sie Mieterstrom nutzen. Aber wir haben auch gespürt, dass diese Begünstigung nicht ausreicht und dass wir noch einmal einen kleinen Anreiz brauchen, dass auch Mieterstrom in der Fläche noch einmal stärker auch genutzt wird. Deshalb wollen wir jetzt das Gesetz anpacken. Wir haben uns lange dazu Zeit genommen, auch das möchte ich ganz offen sagen. Wir haben viel uns überlegt, welche Optionen möglich sind, haben auch eine sehr umfangreiche Studie uns dann vorgenommen und haben jetzt, glaube ich, die verschiedenen Optionen auf dem Tisch. Und ich glaube, dass das, was vorliegt mit dem Entwurf, ein Schritt in die richtige Richtung geht. Wir wollen jetzt mit dem Vorschlag den Mieterstrom mit der EEG-Förderung versehen und wollen je nach Größenklassen von 2,2 Cent die Kilowattstunde bis 3,8 Cent die Kilowattstunde größere Anlagen dann auch fördern. Damit wird Mieterstrom wirtschaftlicher und ich glaube, dass damit auch der Mieterstrom ein Stück weit dazu beitragen kann, dass auch im Solarbereich noch einmal neue Potenziale entstehen und die nächsten Jahre noch einmal der Zubau auch gerade in den Städten dann weitergeht. Das ist ja etwas, was wir ja auch gerade für die nächsten Jahre anstreben. Trotzdem, bei allem gibt es Vor- und Nachteile. Auch das möchte ich vielleicht an dieser Stelle erwähnen. Wenn wir hier beispielsweise gerade in Berlin, in Kreuzberg oder wo auch immer mehr Mieterstrom machen, dann wird natürlich auch der Strom für andere in Berlin teurer werden, weil das wird innerhalb des Netzgebietes gewälzt. Deshalb haben wir auch ganz klar gesagt, wir wollen dieses Modell auch mal deckeln, wollen es mal testen und haben ganz klar gesagt, wir wollen einen Deckel einbauen von 500 Megawatt, dass diese Kosten, die da kommen können, die 370 Millionen Euro in Summe, nicht übersteigen. Auch das ist ein ganz, ganz klares Bekenntnis zur Kostentransparenz auf der einen Seite, aber auch Kostenminimierung auf der anderen Seite. Wir wollen auch die Energiewende für alle weiterhin bezahlbar machen, auch gerade in den Städten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weitere Themen sind uns wichtig gewesen. Ein weiteres wichtiges Thema war die Vertragsfreiheit, gerade auch für die Mieter, dass jeder seinen Stromanbieter auch selber wieder aussuchen kann und nicht auf den Vermieter dann auch zugreifen muss. Also die Vertragsfreiheit ist weiterhin gewährleistet. Und wir haben, wie auch Johann Saathoff schon beschrieben, eine Obergrenze eingeführt. Maximal 90% des Grundpreises darf der Mieterstrom dann auch haben. Auch das ist ein klarer Schutz der Verbraucher und ist für uns genauso wichtig gewesen wie der weitere Ausbau der Solarenergie. Mit dem jetzigen Entwurf gehen wir in die richtige Richtung. Wir nutzen das Potenzial der Zukunft, wollen Mieterstrom vor Ort möglich machen, gerade in den Städten, wollen die Energiewende weiter sinnvoll gestalten. Ich freue mich jetzt auf das anstehende Gesetzgebungsverfahren. Wir wollen es dann auch in den nächsten 3, 4 Wochen abschließen, damit dann auch Mieterstrom in der Breite noch stärker möglich ist. Herzlichen Dank. Das
Das Wort hat die Kollegin Dr. Julia Verlinden.